Hallo Leute. Joa, kommen wir zum nächsten Pressekonferenzvideo, und zwar von Ubisoft. Hat mir persönlich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Die haben ein Banger nach dem anderen rausgehauen. Das war der Oberhammer. Also richtig geil. War ja heute um 0 Uhr, am 16.06. um 0 Uhr. Also die haben das schon richtig hart gerockt. Die haben direkt angefangen. Haben direkt einen neuen Teil von South Park angekündigt. The Fractured But Whole. Richtig gut. Hat mir schon mal sehr gut gefallen. Direkt danach schon das nächste gute Spiel. Ein Mittelalter-Spiel, ein bisschen wie Chivalry, oder wie das heißt? Chivalry. Auf jeden Fall dieses Kampfspiel da. Es heißt aber For Honor. Haben sie auch ein Live-Gameplay mit dazu gemacht. Auch richtig gut. Wird 2016 erscheinen. Dann gibt es einen neuen Teil oder eine Erweiterung, ich weiß es gar nicht richtig, von The Crew, und zwar The Crew Wild Run. Auch richtig gut, also hat mir auch gut gefallen, weil ich habe mir auch mal The Crew gekauft, hat mir auch so gut gefallen. Wild Run werde ich vielleicht Let's Play, weiß ich noch nicht. Mal gucken, erscheint am 17.11.15. Gucken, ob ich bis dahin genug Geld habe, weil so viele Spiele wie dieses Jahr und nächstes Jahr rauskommen, ist ein bisschen Sparen angesagt. Ja, es wurden neue Strecken für Trials Fusion angekündigt. Und zwar mit inklusive 30 neuen Strecken. Es heißt Trials Fusion Awesome Level Max. Kommt im Juli 2015. Joa, Tom Clancy's The Division wurde auch schon woanders angekündigt. Ich weiß jetzt gar nicht wo. Keine Ahnung. Ich glaube bei EA. Ich kann's mal nachgucken. Bei EA war es nicht. Warum ist es eigentlich bei Xbox? Ja, bei Xbox haben es eigentlich bei Microsoft. Ja, bei Ubisoft. Ubisoft auch nochmal. Haben sie im Multiplayer gezeigt. Boah, was gibt es da? Es ist Teamwork-basierend. Wenn man es im Multiplayer spielt, ist es sehr Teamwork-basierend. Also man muss sich schon richtig auf sein Team verlassen können. Es gibt Regenerationsgranaten. Ich weiß noch nicht richtig, worum es in diesem Spiel wirklich gehen soll. Hat man durch die ganzen Gameplay und Trailer noch nicht wirklich herausgesehen. Am Anfang 2016 startet dazu die Beta, und der Release sollte am 8. März 2016 stattfinden. Dann wurde ein neues Anno angekündigt, und zwar 2205 kommt dieses Jahr im November. Ist nicht wirklich meins, also ich bin nicht so der sowas spielt in dieser Rubrik. Also was ich gespielt habe, war Civilizations 5, auch schon die früheren Teile, also das fand ich ganz gut, aber naja, das ist jetzt nichts für mich. Ja, wo ich mich ein bisschen gewundert habe, war, als Jason Derulo live bei Ubisoft gesungen hat. Also ich wusste nicht, dass er so schlecht singt live. Ich dachte immer, der wäre ein bisschen besser. So, was man so von ihm hört, ist ja gar nicht schlecht, aber live ist der echt nicht gut. Na, ich weiß nicht, warum ich die Aktion fahre, so, keine Ahnung, jetzt da so einen Sänger hinzupacken. Weiß nicht, wem es gefällt, den gefällt. Also mir hat es nicht so, ich finde das nicht so toll, da auf so einer Pressekonferenz da jetzt direkt so einen Jason Derulo reinzuklatschen, der auch noch schräg singt. Also hätten sie wenigstens jemanden nehmen können, der auch gut singen kann. Beyoncé zum Beispiel. Ja, Just Dance 2 2016, da lief ein Video auch direkt dazu im Hintergrund, als Jason Derulo halt aufgetreten ist. Direkt danach Rainbow Six Siege, auch richtig übles Spiel, haben sie direkt einen Live-Action-Trailer rausgehauen. Und danach wurde im Team gespielt, und zwar 5 Mann. Du und
mit bis zu maximal 4 Freunden, also 5. Du kannst es aber auch solo spielen oder wie gesagt zu 5. Es ist ein sehr taktisches FPS-Spiel, wo man auch wirklich Teamplay benötigt, wenn man zusammen spielt. Ja, was gab es da für coole Sachen? Mit einer Minikamera, mit einer Mini-Drohne durch die Gegend fahren, gucken, wo die Gegner sind, Wände aufsprengen, Bomben entschärfen war da mit dabei. Was ich witzig fand, war, dass die NPCs auch die Wände zerstören können. Als wenn ihr gerade am Verteidigen seid, dass die NPCs oder die Gegner auch einfach mal die Wände sprengen können. Ja, also muss man schon ganz schön aufpassen und wirklich sehr taktisches Spiel. Direkt danach wieder der nächste Burner, Trackmania Turbo. Also, Hammer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kannte Trackmania, also ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich kannte es halt noch nicht wirklich. Kann man im Splitscreen spielen oder auch zu viert, richtig gut. Über 200 Strecken und Map-Editor mit dabei. Ja, da haben sie natürlich einen Trailer zu Assassin's Creed Syndicate gezeigt. Gameplay war, glaube ich, nicht dabei, weiß ich gar nicht. Ich glaube aber nicht. Ist nicht so mein Ding. Also ich weiß nicht, eigentlich bin ich voll der Assassin's Creed Fan, aber dieser Teil irgendwie, weiß ich nicht, ich finde, die machen nicht mehr so wirklich was Neues. Danach direkt den nächsten Burner, Ghost Recon Wildlands. Also das Spiel ist Open World. Das ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, das ist richtig cool gemacht. Also wenn es rauskommt, ich würde es mir sofort kaufen. Man kann die Mission abends spielen, tagsüber spielen, ihr könnt Stealth dadurch, ihr könnt mit Action geballert dadurch, also es ist einfach mega gemacht, es ist richtig gut. Ja, ob da andere Spieler dabei sind, weiß ich gar nicht, ich glaube, ich habe mir mal die wichtigsten aufgeschrieben. Ich glaube, dann war es das auch schon wieder von der Ubisoft-Pressekonferenz. Die anderen Pressekonferenzen, wie gesagt, werden nacheinander hochgeladen. Ja, ich danke euch natürlich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann zum nächsten Let's Play oder zur nächsten Pressekonferenz, zum nächsten Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin, Lakshu, haut dir rein, Bruder.